Hallo und herzlich willkommen bei Hexit. Ja, wir haben die Aufnahme, glaube ich, letztes Mal relativ hektisch unterbrochen und waren gerade dabei, zum Battletower Golem zu rennen und ihn anzugreifen. Moment, das Ganze war ein bisschen anders. Und zwar ist die Aufnahme abgestürzt, einfach weil meine Festplatte voll war. Super, das kam nach langer Zeit nochmal vor. Aber was ich gemacht habe, ist bisher eigentlich nur ein paar Schafe gefärbt und herausgefunden, dass man mit Farbstoff, die aus Mods kommen, die Schafe nicht färben kann. Deshalb habe ich mir gerade Tintensack geholt, um gleich ein Schaf zu färben und bin hier auf die beiden Battletowers gestoßen. Es waren gerade mal 2 Minuten vielleicht, wo ich übers Wasser nur noch übergesetzt bin. Also ihr habt nichts Großes verpasst. Und ja, ihr kriegt es vielleicht jetzt gerade mit, die Musik ist mal lauter als sonst. Und was ist das für ein Block? Okay. Ich weiß nicht, was das für ein Block ist. Lol. Hä? Crazy. Ja, dann gehen wir jetzt mal angreifen. Und die Musik ist wirklich gerade ein bisschen laut, das mache ich immer für mich ein bisschen leiser. Und irgendwie ist das lustig, dass da zwei Battletower Golem, also zwei Battletower auf einmal sind. Das heißt, erstens schon mal schnell abbauen, bevor ihr irgendwas spawnt. Krass, ich hab's geschafft. Warum? Achso, hier stehen noch Fackeln überall. Nee, hiervon will ich nichts. So, da kommt jetzt natürlich eine Spinne. Ich meine, eine Verzauberte, wer hätte damit gerechnet? So. Ah, der hat mir wieder so ein Freeze-Schwert dagelassen. Wow. Okay, und rüber. Komm schon, ist das euer Ernst? Ich treffe hier nix. So. Nein, das gibt's doch nicht. So, sterbe doch, sterbe mir weg. Sterbe mir unter den Fingern weg. Krass, Alter. Wie ich hier gerade überhaupt nicht zurechtkomme. So. Ups, Moment. So. Ja, komm schon, ja. Gerade noch geschafft. Schaufel, hiervon will ich auch nichts. Doch, Leder nehme ich mir einfach mal mit. Leder kann nicht schaden. So. Das war jetzt die erste Etage auf beiden Seiten. So. Okay, jetzt hier alles schnell abbauen, bevor er wieder was spawnt. Ah, kacke. Zu spät. So. Was habe ich hier drin? Nix, was ich haben möchte. Ich brauche irgendeinen Block. Holz tut's. Okay. Auf der Seite habe ich das Gefühl, spawnt irgendwie nichts so richtig. Guck mal, hier ist wieder alles leer. Wow, fast alles. Steinsätze will ich gar nicht. Aber die Pfeile nehme ich ja mit und den Stein auch. So. Tatsache, hier ist nie was. Ich meine, okay, ein Gegner. Wow. Aber das ist irgendwie lustig. Bottle of Enchanting nehme ich mir natürlich. So, Moment. Das Ganze muss ich mal kurz in meine Kiste gucken. Da packe ich mir jetzt ein paar Sachen rein. So, Bottle of Enchanting kurz verwenden. Kann ich ja wieder den Hockshot nach hier packen. Und ich bleibe jetzt einfach mal auf der Seite. Weil hier auf der Seite ist das schön gechillt. Naja, ich falle wieder runter. Nee, aber ich glaube, die Battletower habe ich eigentlich gerade nicht so viel Lust drauf, den zu machen. Deshalb überlege ich gerade umzukehren. So, natürlich wieder Verzauberter. Nee, verzauberte Spinne.
Ich dachte, das Skelett wäre verzaubert. So. Bin wohl noch vergiftet. Lumber-Eck, hier mich mal nicht mit. Enchanting Book. Auf was denn ein Enchanting Book? Krass, ein leeres Enchanting Book. Ich bin mal gespannt, ich nehme es einfach mal mit, was ich damit machen kann. Ein cooler Helm. Iron Helm. Nee, doch, ich nehme einfach mal einen Iron Helm mit. Das nehme ich auch mal mit. So, B jetzt. Nee, B. Zack, 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 zack. So. Und zur nächsten Etage. Okay, hier sind jetzt ein paar mehr Gegner. So. Aber das ging auch relativ schnell. So, wieder noch zwei mehr. Mann, ihr kommt mir zu schnell hier an. So. Schnell weg und das ja auch weg. Okay, Bottle of Enchanting nehme ich. Das nehme ich. Life Essence nehme ich auch. So. Okay. Warum mache ich das Ganze eigentlich nicht so? Das wäre vielleicht ein bisschen sinnvoller. So. Wow. Jetzt habe ich nämlich noch vor allem Fire Protection drin. Übrigens glaube ich gleich gegen den Battletoad Golem. Okay, der kommt noch nicht hier. Muss ich aber aufpassen. Leute, ich habe gedacht, der kommt irgendwas runter jetzt. Was ist das für eine Horde? Die sollte doch eigentlich hier schon stehen. Bücher brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Lohnruten nehme ich mir mit. So. Boah, das Ganze viel lauter zu hören, das ist mal viel besser, finde ich. Vorher war die Musik ja so ultra leise. So. Wobei, irgendwie habe ich jetzt ganz das Gefühl, dass sie zu laut ist, aber ich glaube, das passt. So. Verdammt, das wollte ich gar nicht. Okay. Schnell abbauen. So, was ist hier? Magic Essence, die muss ich natürlich mitnehmen. Die Diamanten auch. Im Tausch gegen diesen Kack. So. Mal kurz mein Crafting Table Rucksack gehen. Da kommt das Ganze schon mal rein. So. Bin ich jetzt hier ganz oben? Immer noch nicht. What? So, war das. Egal. Feuer kann mich ja schlecht aufhalten. Was? Also Feuer schadet mir nicht so viel. Ich habe ja Fire Protection 3. Aber schon krass, hier ein Skelett mit Feuerverbrennung. Okay, kommt schon. Zack und zack. Ich treffe euch. So. Krass, ich bin schon wieder runtergefallen. Hier liegt eine Axt. Living Axe Effizienz 3, Alter. Krass. Ich glaube, die ist sogar noch besser als normale Spitzhacke. Okay, bin ich immer noch nicht ganz oben. So. Zack. Kommst du näher? So. Und das wieder abbauen. Dann haben wir's. So, man muss mal kurz. Ich habe meinen Rucksack ja gar nicht mehr auf, fällt mir so gerade dabei ein. Okay, dann mach ich das Ganze einfach mal so. Zwei übertrieben gute Waffen mit, aber ich benutze erst die Living Axe. Ich möchte die mal ein bisschen testen. Wie gut die ist und was die eigentlich genau bringt. Denn ich weiß es nicht. Hier genau, und die Kiste kann ich noch. Ah, das ist schön. Electric Grenade. Ich treffe mich damit meistens eh nur selber, also mache ich das lieber mal nicht. So. Aber Bottle of Enchanting gehen an mich. So. Und ich rüste mal kurz meinen Rucksack aus.
Oder wo habe ich die anderen hingetan? Ach, die sind doch hier. So, gerade noch rechtzeitig gesehen. So. Und flop. Buggy, buggy, buggy. Krass. Hier an der Kiste war ich jetzt schon dran. Genau, ja, ja, ja. Meteoritenhelm ist besser als schlechter als den, den ich jetzt habe. So. Okay. Hier darf ich nicht an die Kiste gehen. Komm schon, so. Kacke. Okay, ich muss eh erst wieder was in die Kiste tun. Wenn ich sehe schon, sobald ich oben lang laufe, habe ich wieder alles eingesammelt. Deshalb kurz hier Platz schaffen. So, hier muss auch noch was rein. So, wobei er... Ich habe schon mal gern dabei. Kacke. So. Pfeile brauche ich jetzt eh erstmal nicht. So, so, die ganzen Bögen. Ah, die ganzen Bögen tue ich hier in die Truhe. So. So. Passt das alles? Ich wollte nur gerne die Steine ausgerüstet haben. Und vielleicht den Electric Staff, oder? Komm, ich rüste mir ja noch den Electric Staff aus. Hier darf ich nicht... Ah, kacke! Ich wollte scheiß verarschen, oder? Ich hätte schon wieder aufgesammelt. Verkacktes Auge. Krass. So. Da gehe ich jetzt nicht an die Kiste, sondern ganz oben zum Battle Tower Golem. Verdammte Kacke. Diese Falsche da und runter, das gibt's doch einfach nicht. So. Komm schon, ich muss nicht runter. Ja Mann, perfekt. Oh. Riftblade, Spawn Yellow. So. Moment mal, das will ich jetzt auch mal testen, ob ich das machen kann. Magic Essence, das Ganze nehme ich mir. Und direkt in den Rucksack packen. Zack, zack. Das hier mache ich mal direkt. So. Wieder ein Riftblade. Man, mit denen habe ich schon genug schlechte Erfahrungen gemacht. Der Ganze müsste erstmal weg. So, jetzt. Lilipad auf irgendwas. Keine Ahnung, wozu das gut ist. Aber das, was auch krass ist. Ich überlege, wie ich das Ganze jetzt mache. Das Skelett derft dann nämlich. Okay. Das war genau das. Ja man, da liegen alle Sachen. Bye Leute. So, haha, krass. Schon mal direkt im Battle Tower Golem die geilsten Sachen weggeklaut. Bin ich hier sicher? Ja. Soul Repair habe ich wieder. Ein Ender Giant Sword, ein Ender Shield. Falls ich das später reparieren möchte. Was ich auf jeden Fall will. Das ist gut, das ist sehr gut, dass ich das habe. Ein Ender Shield brauche ich im Moment hier eh nicht, weil es Ender Giant Sword, das ist ja automatisch auch noch gleichzeitig ein Ender Shield. Aber das werde ich mir auf jeden Fall noch behalten, das Ender Shield. Soul Repair, ja, ich habe immer noch keine Ahnung, wozu die Waffe so gut ist. So, jetzt erstmal die ganzen Sachen da rein. Muss ich gleich ordentlich ordnen. So. Jetzt auf nach Hause. Der einzige Grund, warum ich in die Richtung gekommen bin eigentlich, ist, um Farbstoff hier unten von diesen Tieren zu bekommen.